Ja, hallo liebe YouTube- und Facebook-Pfeifenfreunde. Heute ist nochmal Zeit, endlich mal wieder ein neues Video zu machen. Wie ihr alle wisst, befanden wir uns mitten im Umzug und jetzt ist auch der zweite Teil hinter uns. Einiges ist noch in der Wohnung zu tun und deswegen hatte ich im Moment nicht so viel Zeit für ein neues Video. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen, aber Arbeit geht nun mal vor. Hatte auch ehrlich gesagt nicht viel Zeit. Und bei dem Wetter auch nicht viel Lust, Pfeife zu rauchen. Das ist bei mir immer so. Im Sommer ist das so ein bisschen weniger. Aber jetzt sind die Temperaturen ja wieder angenehmer. Und da kann man sich auch mal wieder eine stopfen. Um was soll es heute gehen? Natürlich wieder um ein Review. Mich hat ein Tabak erreicht, auf den ich aufmerksam wurde. Im Dunpipe-Katalog und auch des Öfteren von einigen bei euch auf Facebook, die den mal geraucht haben und die Beschreibung klang für mich sehr interessant und da probier mal. Und unser lieber Pfeifenbruder Thorsten Müller, als er seine Dunpipe-Bestellung aufgegeben hat, hat mir den netterweise mitbestellt. Handeln soll es sich heute um den Bill Baileys Balkan Blend oder Balkan Blend, wie man auch immer das aussprechen möchte. Beschreibung ist hinten nicht drauf. Die Dose selbst ist relativ ja, neutral gehalten im Orange, außer den Namen selber findet man jetzt keine anderen Informationen. Ich habe schon mal das Tabakbild hier vorbereitet. Ich zeige euch erstmal die Dose, die ist noch eigentlich randvoll, wenn man so will. Heute sind auch die Lichtverhältnisse ganz gut, was man sehen kann. Also da tummelt sich schon viel Verschiedenes innerhalb der Dose. Vielleicht wird das ja hier noch mal ein bisschen, naja, geringfügig, etwas deutlicher, aber auch nicht wirklich. Viele verschiedene helle und dunkle Tabake. Was ist drin? Zum einen verschiedene Virginia Grades, zum anderen eine gute Portion Orient Tabake. 10% circa Dark Fired Kentucky. Eine ordentliche Portion, ungefähr 40% Latakia. Und zur Abrundung eine Prise Louisiana Perique. Also, wie man schon raushört, eine komplett naturnahe Mischung. Und seit der ersten Pfeife, muss ich sagen, mundet der mir wunderbar. Ein Tabak, der nicht zu stark ist, obwohl Stärke bei mir immer so relativ eigentlich ist. Also ich spreche da lieber eher von Vollmundigkeit oder ja, gehaltvoll vielleicht wäre der richtige Ausdruck. Der eine oder andere mag vielleicht denken, kräftiger Bursche, ja, also ohne ist er nicht, aber jetzt nicht so, dass man eigentlich erschlagen wird von dieser ganzen Kombination. Also Latakia als Kühlelement, denke ich, ist sowieso maßgeblich. Also man riecht es auch direkt, wenn man mal eine Nase reinhält. Riecht man sofort beim Dose öffnen natürlich Latakia als allererstes. Schön rauchig, so mag ich es. Aber nichtsdestotrotz beim Rauchen entwickelt sich dann doch einiges mehr, wo ich gleich drauf zu sprechen komme. Geraucht wird heute in einer Passatore. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, aber man sieht ja diese blau-schwarzen gekachelten Mustern. Also schönes Stück, habe ich schon noch ein paar Jahre. Habe ich damals auf der Tabakmesse gesehen, wo wir vom Betrieb aus waren, auf der Intertabak in Dortmund. Hat mir gut gefallen. Nicht so groß der Kopf. Und gerade richtig, eine Pfeife habe ich gerade schon geraucht, aber aus einer anderen Pfeife, aber die soll es für das Review sein. Nehmen wir die mal sofort unter Beschuss. Vielleicht noch etwas kurz zur Dose selbst. Erhältlich
ist sie zu dem Preis von zu 18,20 €. Allerdings war es dann auch direkt die 100 Gramm Dose. Ich meine, die haben auch noch 50 Gramm und 250, aber ich glaube, also eine davon, ich glaube, die kleinere war nicht erhältlich. Von daher, also gönn dir, Junge, mach mal direkt eine große Dose auf. Ja, wie von Dunpipe, nicht anders zu erwarten, kommt der Tabak in einer absolut perfekten Kondition daher. Nicht zu feucht, nicht zu trocken. Kann man direkt wirklich entzünden. Ich hatte den jetzt schon ein bisschen aufgehabt und da doch ein bisschen Luft dran kommt. Also man muss wirklich auch aufpassen, weil er neigt dann doch etwas schneller zum Austrocknen, als ich erst dachte. Aber an sich, hat ja keine Probleme, das Feuer anzunehmen und auch problemlos ist das, ihn runter zu rauchen. Also anders wie bei irgendwelchen Aromaten, die dann teilweise immer und immer wieder Feuer gebrauchen. Das ist bei dem überhaupt gar kein Problem. Zwei, dreimal höchstens und dann sind wir auch schon beim dritten Mal und dann brennt die Luzi ein. Was ist zum Geschmack zu sagen? Natürlich beim Anzünden kommt dann wirklich sofort natürlich der Geschmack des Latakias entgegen. Aber im weiteren Verlauf muss ich doch sagen, ein sehr, auch wenn der als etwas kräftiger beschrieben wird, für mich war es eine, ja, milde Erfahrung, also absolut zugemüllt, kann ich nicht anders sagen. Der Rauch, der umschmeichelt die Zunge wirklich auf einer wunderbaren, sanften Weise. Und die ganzen verschiedenen Tabake, die Virginias, der Perique, der Dark Fired Kentucky, die Orient-Tabake und nicht zuletzt der Latakia, muss ich sagen, also eine wunderbare Komposition. Habe ich direkt am Morgen geraucht heute mit einer Tasse schwarzen Kaffee. War ein schönes Rendezvous gewesen. Und jetzt auch die zweite, jetzt am Mittag, mundet mir wunderbar. Was ich interessant finde an dem Tabak selbst, ist, wenn man oft Latakiertabak raucht oder die mit Latakier versehen sind, schmeckt man den eigentlich so durchgängig raus. Der ja oft oder aber einigen auf jeden Fall etwas überbordend sein kann, sodass die anderen vielleicht nicht ganz so zum Zug kommen. Bei dem muss ich wirklich sagen, bei den ganzen Tabaken, ja, ist so ein bisschen so die Reise nach Jerusalem. Jeder kommt mal dran. Und das merkt man auch ganz deutlich. Manchmal schmeckt man mehr den Latakia raus, manchmal mehr die Oriente, manchmal den süßlichen Virginia so ein bisschen. Also die wechseln sich alle wunderbar ab. Und auch der Kentucky kommt zum Tragen natürlich und der Perique. Also eine sehr tiefe Mischung, muss ich sagen, die wirklich, also auch wirklich in Ruhe auch geraucht werden will und man sich wirklich auch darauf einstellen sollte und nicht so nebenher wegquarzen. Also dann geht einem doch vielleicht das ein oder andere Geschmackserlebnis da verloren. Aber also das ist ein Tabak, den ich mir auf jeden Fall auch gerne wieder kaufen wollen würde. Aber bis der leer ist, wird jetzt auf jeden Fall noch dauern, aber eine absolute Kaufempfehlung. Auch für Leute, die natürlich an sich naturnah rauchen, aber Latakia mögen oder auch die anderen Tabake, also oder vielleicht mit Latakia nicht so gute Erfahrungen gemacht haben und vielleicht auch wenn da jetzt 40% Latakia drin sein soll, muss ich sagen, durch die anderen Tabake entsteht wirklich ein rundes Bild und da kann man wirklich eigentlich bedenkenlos zugreifen. Also ich kann da absolut nichts Negatives sagen über den Tabak. Von der Konditionierung bis zum Geschmack selbst munden mir wirklich die naturnahen Mischungen wirklich immer besser, muss ich sagen.
Auch wenn man den manchmal ein bisschen kräftiger raucht, muss ich sagen, der wird doch überhaupt nicht heiß in der Pfeife. Also der kann echt einiges ab. Und im weiteren Verlauf fällt mir auch auf, auch wenn der Latakia immer so ein bisschen mitschwingt, schmeckt man teilweise auch wirklich, wie gesagt, sehr weiche, samtige, aber auch manchmal so schokoladige Töne raus. Also eine wirklich sehr tiefsinnige Mischung. Da hat sich einer wirklich mal ein bisschen Gedanken zugemacht, muss man sagen. Und viel Verschiedenes reingepackt. Es ist wirklich wie eine Wundertüte. Jetzt ist das eine völlig andere Pfeife, in der ich die vorhin geraucht habe. Aber schmeckt aus jeder Pfeife, die ich bisher verköstigt habe, wunderbar. Und also da macht man wirklich überhaupt nichts verkehrt. Was gibt es noch zu sagen? Eigentlich im Moment nicht wirklich viel. Ich wollte jetzt auch nicht ein allzu langes Video machen, aber trotzdem mich nochmal in Erinnerung rufen. Urlaub naht und nur noch 3 Tage arbeiten und dann ist erstmal 2 Wochen Sense. Da wird sie bestimmt auch nochmal die Zeit finden für noch ein anderes Review. Also von daher, absolute Kaufempfehlung. Toller Tabak, wunderbar konditioniert, hat auf jeden Fall viele Anhänger, sehr beliebt. Und natürlich vielleicht nicht unbedingt ein Frauenverwöhner, aber ja, muss man abkönnen. Interessant ist auch im weiteren Verlauf, dass sich auch so nussige Töne bemerkbar machen. Also wirklich, obwohl kein Burley drin ist, der ja eigentlich oft diese Nussigkeit mitbringt, muss man sagen, also wirklich ein interessanter Tabak, wo ich wirklich sage, hinsetzen, genießen und sich mal darauf einlassen und mal so wirklich Zug um Zug, muss man sagen, merkt man verschiedene ja, Geschmacksentwicklungen, würde ich jetzt mal sagen. Von daher, gute Geschichte. Bill Bellies Balkan Blend, toller Tabak, absolute Kaufempfehlung. Wie gesagt, probiert ihn, ist nicht zu stark, wie er vielleicht in der Beschreibung daherkommt. Also versucht den mal. Und ich wünsche euch bis zu diesem Zeitpunkt erstmal immer eine volle Pfeife, wie immer. Bleibt mir wohlgesonnen. Bleibt nur zu sagen, von hier hin bis hier hin. Gut Rauch.